Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte zunächst heute Abend etwas zu Harald Juhnke sagen. Mir sind ja seine ganzen Skandale richtig zu Herzen gegangen. Und ich habe mir überlegt, wohin kann Harald sich jetzt eigentlich zurückziehen nach dem ganzen Stress? Und es ist mir ein Ort eingefallen, der perfekt für ihn wäre. Den kenne ich nämlich aus der Kinowerbung, ja? Lynchburg, Tennessee. Kennen Sie das? Da, wo Jack Daniels gemacht wird, ja? Da gibt es nur alte Männer, die den ganzen Tag nur Whisky saufen. Da gibt es auch keine schwarzen Menschen, ne? Heißt ja auch Lynchburg. Und es ist erstaunlich, es ist mitten in Amerika und trotzdem gibt es überhaupt keine schwarzen Menschen. Und obwohl viele Amerikaner da rumlaufen, gibt es auch überhaupt keine Frauen. Ja? Nur alte Säcke, die den ganzen Tag Dame spielen und ab und zu einen Hund verkaufen. Und das wäre doch klasse für Harald. Junkeburg, Tennessee. Ja? Ist Ihnen schon mal aufgefallen? Apropos amerikanisches Hinterland, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass wenn in Amerika ein UFO gesichtet wird, ja, das passiert nie, und ich betone nie, über einer Großstadt oder einer Universitätsstadt, ja, das ist immer über irgendeinem Acker und auf dem Foto steht davor so ein inzestgeplagtes Wesen und sagt, ich hab's gesehen, echt, ja. Es gibt allerdings auch intelligente Amerikaner. David Berliner, ein Wissenschaftler, hat was herausgefunden kürzlich, nämlich, dass wir in der Nase ein winziges kleines Sexualorgan haben. Ja, jetzt gibt es eine neue Sexualtechnik. Ja, nach oral, vaginal, anal gibt es jetzt nasal. Ja, und ich habe mich total gefreut, ich war total überrascht. Ich dachte immer, ich hätte einen Schnupfen, da hatte ich einen nasalen Orgasmus. Ja. Und ich dachte, wenn jetzt einer niest, müsste man eigentlich nicht mehr sagen Gesundheit, sondern war's schön für dich. Meine Damen und Herren, Dankeschön.